Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur allerersten Ausgabe für den Lotus Simulator. Ich heiße euch herzlich willkommen, auch im Namen vom Kartoffelphantom. Wir sehen hier heute den wunderschönen KT, den der Kartoffelphantom gerade baut. Es ist ein kompletter Neubau, keine Convert aus dem OMSI-Modell, wie es bereits für den Lotus Simulator ja schon vorhanden ist, sondern hier tatsächlich ein kompletter Neubau. Das Fahrzeug ist noch nicht fertig, es fehlen noch viele Details. An der Texturierung muss noch gearbeitet werden. Skripttechnisch ist das Fahrzeug im Prinzip noch jungfräulich. Es gibt ein Antriebsskript, behelfsweise, was wir hier zurzeit benutzen, damit wir das Fahrzeug testen können. Ja, was wollen wir heute zeigen? Ein erstes Feature, das eingeführt ist. Das ist auch schon ein sehr tolles Feature, denn wir versuchen natürlich dem Kartoffelphantom so weit zu unterstützen, dass das Fahrzeug so realistisch wie möglich umgesetzt wird in allen Funktionen. Ja, er hat sich hingesetzt, hat schon ein bisschen am Skript gearbeitet. Das sind die ersten Funktionen, wie der Antrieb oder jetzt eben das, was wir heute zeigen wollen. Ja, dann würde ich gar nicht sagen, wir schnacken hier noch groß rum. Wir gehen mal kurz in das Fahrzeug. Nettes kleines Feature. Eine der wenigen Lampen, die wirklich funktionieren, also momentan zwei Lampen, die wirklich leuchten, ist die Schienenbremse. Ja, aber da wollen wir uns jetzt wie gesagt nicht lange aufhalten. Ich wechsle mal in den Heckverstand. Wir sind hier auf der Diorama-Map, wie man unschwer erkennen kann. Und ich fahre jetzt einfach mal in den Betriebshof, rückwärts hinein. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Ich bin jetzt schon sehr begeistert über die ja, doch deutlich besseren Details gegenüber zu dem OMSI-Modell. Und da steht der nächste KT. Ja, wer hätte es gedacht? Der eine oder andere kommt vielleicht schon drauf, was wir heute zeigen wollen. Ich fahre jetzt hier mal so ganz langsam in Richtung des anderen KTs und bleib dann jetzt einfach mal so hier stehen. Wechseln die Außenansicht und dann sehen wir hier zwei KTs, die sich gegenüberstehen. Und den Mauszeiger. Der ist bei dieser Aufnahme auf jeden Fall dabei, denn der ist heute sehr wichtig. Was wollen wir heute zeigen? Oh, ich muss mal kurz, es geht nicht anders. Diese Details, guckt euch diese Dachkante an. Die Regenablaufrinne. Oder hier die Schwallrinne, damit das Regenwasser auch nicht beim Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren, also beschleunigen, bremsen, über das Fahrzeug hier rüber schwallt, sondern in die Regenrinne reinläuft. Guckt euch diese Details an. Wahnsinn! Ja. Genau, heute geht es um das Verbinden der beiden Fahrzeuge, auf gut Deutsch gesagt, das An- und Abkuppeln. Auch die Kupplungen sind komplette Neubauten, man sieht sie hier wunderbar komplett ausmodelliert. Nicht wie bei OMSI, sondern wirklich ausmodelliert bis ins kleinste Teil und voll funktionsfähig. Das ist das Wichtigste. Komplett realistisch funktionsfähig. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen in den Ablauf rein. Wie funktioniert das mit dem An- und Abkuppeln? Ja, momentan sind die beiden Kupplungen eingehangen in der sogenannten Fahrposition. Damit die Kupplung nicht durch die Gegend schlackern, gibt es hier diese wunderbare Stange. Die Arretierungsstange, die müssen wir gleich lösen. Das werden wir auch gleich machen. Ich werde jetzt mal einen Kuppelvorgang durchführen, wie man quasi auf Deutsch gesagt nach Lehrbuch durchführen würde. Ich werde dazu noch ein paar Sachen erzählen, die natürlich jetzt hier nicht zeigbar sind, weil wie gesagt die Skripte bei dem Fahrzeug noch nicht vorhanden sind. Ja, also wie gesagt, wir haben die beiden Fahrzeuge gegenüberstehen. Als allererstes würden wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass das zweite Fahrzeug abgerüstet ist, an das wir heranfahren wollen. Das heißt, Batterietrennschalter ist draußen, das Fahrzeug ist komplett stromlos. Ja, das haben wir quasi jetzt mal so gemacht. Dieses Fahrzeug wollen wir jetzt hier ranfahren. Das ist ausgeschaltet, aber Batterietrennschalter ist noch drin. Dann nehmen wir die Arretierungsstange weg. Die Kupplung steht jetzt in der Mitte. Ja. Jetzt muss ja irgendwie der Bolzen da rein. Und der Bolzen muss dann rumschlagen, damit die mechanische Verbindung hergestellt ist. Das funktioniert aber so jetzt nicht. Also muss der Bolzen raus. Dafür haben wir hier diesen kleinen Hebel. Und wenn wir den jetzt aktivieren... Ah, Magic!
ist das Ganze schon soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir das natürlich noch bei dem anderen Wagen machen. Dann gehe ich jetzt mal mit der Ansicht hier so hin und löse auch den Arretierungshebel, löse die Kupplung aus. Jetzt sind beide Kupplungen ausgelöst, stehen auch idealerweise in Position. So, jetzt verbinden wir die beiden Fahrzeuge erstmal mechanisch miteinander. Dafür fahre ich jetzt mal ganz langsam an den anderen Wagen heran. Ja, ganz langsam ist noch ein bisschen problematisch. Ah, wunderbar. Ja, was man jetzt gerade nicht so wirklich gesehen hat, ist, dass der Hebel jetzt wieder aus der Position hier hinten nach vorne gesprungen ist. Bei dem auch. Und ja, damit ist die Kupplung eingerastet. Wir haben jetzt wirklich den Zustand erreicht der mechanischen Verbindung. Das werde ich auch mal kurz demonstrieren. Ich fahre mal kurz ein Stück vor. Ha, wunderbar. Ja, mechanisch sind die Fahrzeuge jetzt miteinander gekuppelt. Das ist so der Zustand, den kennen wir jetzt aus der OMSI, ne? Mit der, wenn wir eine Traktion gespawnt hatten, dann sahen die Kupplungen so auch aus. Das ist ja aber auch nicht richtig. Die Fahrzeuge müssten ja auch noch elektrisch miteinander verbunden werden, damit der zweite Triebwagen auch die Fahrbefehle bzw. sämtliche Steuerbefehle umsetzen kann. Ja, wie gesagt, das funktioniert jetzt in dem Stadium noch nicht. Es werden noch keine Befehle durchgegeben, weil wir skripttechnisch noch gar nicht so weit sind. Aber was wir zeigen können, ist, wie das aussehen würde, indem ich das E-Teil mit diesem Hebel hier nach vorne klappe. Das funktioniert natürlich bei beiden Wagen. So, jetzt wären die Fahrzeuge auch elektrisch miteinander verbunden. Was ich natürlich jetzt vergessen habe zu erwähnen ist, bevor dann erstmal den Wagen auch ausschalten und auch den Batterietrennschalter lösen, damit die Fahrzeuge stromlos sind und dann würden die E-Teile miteinander verbunden werden. Anschließend würden beide Fahrzeuge soweit aufgerüstet werden, das heißt Batterietrennschalter bei beiden Fahrzeugen einschalten, den Wagen soweit vorbereiten, dass er als geführter Triebwagen mitläuft und dann würden wir diesen Wagen aufrüsten und wir wären fertig. So, ja, also wie gesagt, wir sind jetzt soweit. Es funktioniert, das Fahrzeug fährt. So, es geht natürlich auch das Ganze wieder rückwärts, indem wir die E-Teile wieder abklappen. Auch da müsste man vorher die Fahrzeuge wieder stromlos schalten, damit keine Funkenabriss entsteht, keine Fehlströme, die die Fahrzeuge elektrisch beschädigen. Das haben wir auch gemacht. So, das Abkuppeln ist ein wenig leichter als das Ankuppeln. Wir brauchen jetzt nicht so viel zu klicken oder beziehungsweise Hebel zu drücken. Wir haben auch diesen wunderschönen Hebel, das ist der Lösehebel. Den klicke ich jetzt mal an, ziehe den einmal hoch, lasse ihn wieder runterfallen und wenn ich jetzt mit dem vorderen Wagen vorwärts fahre, dann sehen wir, die Fahrzeuge sind entkuppelt. Es ist auch alles soweit wieder fertig, schon eingeklappt. Jetzt brauchen wir nur noch wieder die Kupplung einhängen, der Arretierungsstange und dann sind wir auch schon fertig und können ja, mit dem Solo-Triebwagen wieder davonfahren. Das machen wir jetzt auch. So sieht das dann aus. So, jetzt lasse ich ihn leer laufen. Ja. Ja, das war das, was wir heute demonstrieren wollten. Das An- und Abkuppeln nach realistischem Vorbild mit allen Arbeitsschritten, die nötig wären, um dieses zu tun. Ich bedanke mich recht herzlich für die Anteilnahme an diesem unseren ersten Video. Ja, mein Name ist Tatra-Fan. Der eine oder andere kann sich an den Namen erinnern, wird mich aus dem OMSI-Bereich auch noch kennen. Dort aus dem Mapbau hauptsächlich mit dem Projekt E-Ring. Ja, dann haben wir hier noch den T4D1216, der uns auch noch mit unterstützt, was technische Sachen angeht beim KT. Und natürlich der wichtigste Mensch überhaupt, der Kartoffelphantom, der dieses Fahrzeug ja umsetzt. Ich bedanke mich recht herzlich, sage, ja, ist ja mittlerweile schon recht spät, bei mir hier zumindest im Aufnahmezeitpunkt eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal, dann wieder hier, wenn es heißt, Neues vom KT für Lotus. Bis denne, ciao, ciao.